Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Techtonika. So, ich habe zwischen den beiden Folgen hier mal ein bisschen Offcam rumgebastelt. Und zwar habe ich mal die Eisenlinie hier ein bisschen schicker gemacht. Das sah ja hier ganz schlimm aus, wo das hier so kreuz und quer und buckelig und huckelig rüberging. Das gefällt mir jetzt nämlich wesentlich besser. Und das Gleiche, jetzt funktioniert mein Jetpack wieder nicht. Manchmal funktioniert er, manchmal nicht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. So, jetzt. Das Gleiche habe ich natürlich auch hier gemacht für Kalkstein und für Kupfer. Das gefällt mir nämlich gleich wesentlich besser. Gut, so, zum Zweiten. Dieses Hubbeldings hier scheint sich nicht mehr ausweiten zu können. Weil hier ist ja immer so ein X, was leuchtet. Scheint, es hat sein Zenit erreicht. Deswegen müssten wir hier nochmal so eine zweite Plattform bauen. Da habe ich denn schon mal was vorbereitet, ne? So ein bisschen was hier. So, das bedeutet, jetzt muss ich mal eben gucken, wo habe ich die denn? Die habe ich auf der zweiten. Genau, jetzt muss ich mal eben gucken. Das müsste so richtig sein, ne? Guck mal eben, ob das hinten bis zum Ende ist. Jawohl, das sieht doch gut aus. So, dann können wir nämlich die Produktion hier, also die Greifarme, die können wir dann nämlich einmal weglöschen. Die brauchen wir nicht mehr. Genau. Und dann müssen wir jetzt praktisch das Förderband dort hinten rüberziehen. So, jetzt muss ich eben gucken. Ich muss wieder die Leiste wechseln. Und dann... So, jetzt muss ich eben gucken. Das müsste hier rüber. Und jetzt muss ich gucken. Das geht bis... Ich glaube, bis hier schon richtig, ne? Ja, das sieht gut aus. Denn einmal... Heute hat er jetzt einen Bogen gemacht. Ja, er hat einen Bogen gemacht. Sehr schön. Hier rüber. Huch. Komme ich hier irgendwie... So, genau. Dann bis... Oh, shit. Ne, ich habe jetzt aber keine Lust, die nochmal umzusetzen. Dann machen wir das mal anders. Dann machen wir das so. Und so. Müsste es ja eigentlich auch funktionieren. Jawohl. Sehr gut. So, dann brauchen wir jetzt nur noch Arme. Gehen wir wieder ein bisschen in die Höhe, damit ich hier irgendwie nicht im Weg stehe. So, und dann rein, 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 rein. Und? Achso, Strom ist wieder alle. Natürlich im, klar, natürlich im richtigen Augenblick. Dieser Jetpack, der macht mich so fertig. Der macht mich richtig fertig. So, wo ist es? Wo muss ich kurbeln? Da hinten muss ich kurbeln. Kurbel, Kurbel, Kurbel. So, ich habe mich gerade gewundert über die Lücke, aber die ist gewollt. So, ich weiß auch gar nicht, ob wir genug Strom überhaupt produzieren. Ja, langsam wird's eng. Langsam wird's eng. So, ich habe übrigens geguckt. Wir sollen ja Bomben bauen. Ich habe nämlich gesehen, hier diese Bergbauladung. Die können wir noch gar nicht basteln, die Bomben. Die sind nämlich noch nicht freigeschaltet. Müssen wir noch mal ein bisschen gucken. So, wir haben... Was haben wir denn überhaupt? Wir könnten noch mal die Mole-Geschwindigkeit erhöhen. Hier haben wir alles. Schneller Greifarm. Kostet 210. Holy shit. Das ist teuer. So, hier haben wir alles. Hier ist noch blockiert. Massensammlung. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das überhaupt sein soll. Wofür das sein soll. I don't know. So, komm, wir machen mal... Diesen hier, denn unser Türmchen, das läuft ja wieder. Das wächst ganz schön schnell. Guck mal, die erste Ebene ist schon fertig. Oder fast fertig. Gut, so, was habe ich noch vor heute? Ich möchte, wir haben ja beim letzten Mal hier diese Sprit... Guck mal, schon wieder voll. Die Spritherstellung gemacht. Und dann würde ich gerne den Sprit auch natürlich zu unserem Maschinchen leiten, dass die immer... selbst befüllt werden und wir das nicht ständig von alleine machen müssen. Das heißt, wir bräuchten nochmal eine Spritlinie. Bedeutet, ich müsste hier nochmal ein bisschen was an Boden zusätzlich machen. Das heißt, wir ziehen uns hier nochmal eine Linie. Ich ziehe mir nochmal eine Line, ne? So, einmal bis... dass das auch ordentlich aussieht? Nein! Wieso hat er jetzt zwei gemacht?
Er tut auch nie das, was man ihm sagt, ne? So, ich muss nochmal an die hoch, denn ich glaube, von oben geht's ein bisschen besser. So. Lösch das mal wieder. So. Ich glaube, jetzt müsste das so passen, ne? Genau. So. Jetzt muss ich mir ihn gucken. Hier ist der Sprit, der rüber. Wobei, dann müssten wir natürlich hier rüber. Dann bräuchten wir doch mehr Platz. Ne, weißt du was? Wir machen das anders. Ich nehme die Eisenlinie hier. Und dann packen wir die nämlich ein weiter nach hinten. Versetzt. Dann können wir davor nämlich die Spritlinie packen. So. Das müsste so denn noch hier. Okay, so, dann gucken wir mal. Das heißt, jetzt müsste es ist richtig rum. Ach. Ich sag nichts mehr. Ich sag nichts mehr. So, ich wollte das jetzt hier, ne? Genau. So, nochmal hoch. Und dann ziehen wir uns die bis. Ja, bis zum Ende, ne? Das heißt, bis. Ja, und dann. So, jetzt müsste es ja eigentlich wieder laufen, ne? Genau. Gut, und dann brauchen wir hier raus. Den Sprit raus. Da können wir uns gleich beide machen, weil wir müssen das Ganze natürlich auch für Kupfer und Kalkstein machen. Und dann, ich muss sagen, bis hier. Und dann. Jo, da kommt schon der Sprit raus. Sehr nice. Okay, so, dann gucken wir einmal erstmal bis hier. So, jetzt ist die Frage. Jetzt müssten wir das natürlich hier auch parallel weiterlaufen, ne? Böden. Zack. Dann brauchen wir da unten auch welche. So. Okay, erstmal bis da. Und dann muss ich ja mal gucken, wie ich das weitermache. So, einmal runter. Genau. So, jetzt ist die Frage. So sieht das doch schon mal gut aus, ne? Ja, das muss im Prinzip sowieso alles abgerissen werden, weil wir müssen da ja erstmal reinkommen. Das heißt, die können alle weg. Das kann alles weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann auch weg. Das kann weg. Und das kann auch alles weg. So, warte. Du auch? Gut, so jetzt ist die Frage. Wie machen wir das? Oh, warte mal, ich sehe gerade, hier ist noch was zum Scannen. Noch ein Greifarm. Okay. Danke. So. Bam, 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 bam. Ich müsste ja praktisch hier so einmal links, ne? Dass das in zweiter Reihe ist. Warte mal, wenn ich jetzt den so mache, komme ich darüber? Ja, ich komme. Ja, dann macht er aber keinen Bogen, ne? Da macht er keinen Bogen. Das heißt, wir müssten doch noch mal noch eine Reihe bauen. Bis hier. Dann das noch mal löschen. Das löschen. Das auch löschen. Und dann hier rum, ne? So, und jetzt kommt er, glaube ich, rüber und macht auch einen Bogen, ne? Ja, 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 sehr schön. Gut, so, dann hier so und ich glaube, so müsste das funktionieren. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir können ja nicht die auf eine Linie setzen, weil die müssen ja an der Wand sein, damit sie die das Erz abbauen können. Und dann
müsste das eigentlich so passen. Nee. Warte mal, was ist das denn hier? Warum hat er jetzt das gemacht? Manchmal verstehe ich ihn echt nicht. So. Einfach so gerade. Genau. Gut. So, dann bedeutet das... hier muss jeweils ein Arm weg. Weil wir müssen ja jetzt hier dafür sorgen, dass der auch Sprit... Warte mal, kann ich mal eben hier... Ich mach das mal rein, dass das schon mal weiterläuft. So, lange Arme. Wie sehen die langen Arme aus? Das sind die blauen. Hab ich noch blaue Arme? Nein, habe ich nicht. Okay. Das heißt, wir machen uns jetzt mal ein paar blaue Arme. Und dann ziehen wir die... Ich weiß nicht, Achso, warte. Hier. Dahin. Gut, dann einmal die Leiste wechseln und dann... so, jetzt müsste das so funktionieren, ne? Jawohl. Er holt sich den Sprit. Bin hier genauso. Und... Okay, er muss ja kurz warten, bis Sprit kommt. Wieso kommt kein Sprit mehr? Wieso kommt kein Sprit mehr? Achso, Strom ist aus, deswegen. Ach, dieser Strom, der macht mich fertig. Der macht mich einfach nur fertig. So, auf jeden Fall wird er ja gleich Sprit bekommen. Genau, da wird der Nachschub kommen. Das heißt, der müsste jetzt vollgetankt sein. Ne? Achso, nee, der hat noch den anderen Sprit drin. So, und jetzt brauchen wir... Ich gehe nochmal in die Höhe, da habe ich einen besseren Überblick. Jetzt brauchen wir Schmelzen. Irgendwo müsste ich doch auch die Schmelzen haben, ne? Ja, die habe ich hier. So, jetzt ist die Frage... Dann können wir hier einen hinbauen. Hier einen. Und wir haben drei... Ich glaube, es ist immer 1:1 im Verhältnis, ne? Das heißt, ein Bohrer gleich eine Schmelze. Ich bin mir nicht sicher, aber... Ich mach das mal eben. Oh, Scheiße, ich glaube, ich habe die falsch rum gemacht, ne? Genau, ich habe die Öffnung an die falsche Seite. So, also jetzt nochmal. So ist richtig, so ist richtig. Gut. So, dann, ich habe schon wieder keine Arme mehr. Die Armarme. Arm, 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 Arm. So. Das heißt, jetzt muss ich überlegen. Genau, Sprit rein. Sprit rein, Sprit rein. Und dann brauchen wir wieder lange Arme. Das heißt, wieder wechseln. Und dann einmal diese. So, und die müssen auch rein, ne? Genau, die holen sich ja das Erz. So müsste richtig sein. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Genau, so. Jetzt ist nur noch... Jetzt müssen wir natürlich nur noch... die Barren. Macht der Barren? Ja, er macht Barren. Die müssen wir jetzt eigentlich nur noch in die Kiste bringen. Und dann haben wir das schon. Easy. So. Das heißt, einmal wieder wechseln. Zack. Und dann... Shit. Ah, wir haben zu wenig Platz hier, ne? Das heißt, das muss einmal weg. So. Dann einmal... machen wir das so. Also müsste passen, ne? So müsste eigentlich passen. So, dann einmal, nee, muss andersrum. Zack, zack. Zack, zack. Und zack, zack. Nein, der war wieder... Ich hab's gewusst. So, genau. So, dann kommen hier die Bahnen an. Und dann kann... Jetzt muss ich mal eben gucken. Genau, dann holst du einmal... die rein. So, und dann muss der dann natürlich hier wieder raus.
So, und das heißt, wir müssen hier nochmal das Band einmal kurz versetzen, aber das ist ja gar kein Problem. So, so müsste eigentlich passen. Bim, 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 bim. Das heißt, so wird ein Schuh draus, ne? Ich glaube, so passt das doch. So, er kriegt zwar im Moment kein Erz, aber das wird schon noch kommen. Hier staut sich das ja auch ein bisschen. Ist die Frage, ob er peu à peu genug Erz bekommt. Ich bin mir nicht sicher. Wir können ihm ja noch mal ein bisschen was geben. Wir können auch mal hier ein bisschen was, dass wir das nicht mit uns rumtragen. Warte mal, ich habe doch auch schnelle Arme, ne? Ich würde doch noch mal hier das austauschen, damit das ein bisschen schneller geht. Zumindest die beiden, oder beziehungsweise der. Das funktionierte, aber hier würde ich dann gerne mal einen schnellen Arm machen. So. Ach, der braucht Strom! Ach verdammt, der braucht Strom. Na gut, dann wird das doch nichts mit dem. Ich wusste nicht, dass der Strom braucht. So, einmal wieder wechseln und dann machen wir doch wieder einmal einen normalen Arm. Na gut, dann muss das halt so bleiben. Aber ich denke, das wird sich hier mit der Zeit einspielen. Gut. Das müsste so passen. Alles klar. So, dann müssen wir natürlich das Ganze hier, nachdem wir wieder an der Kurbel gedreht haben, müssen wir das Ganze natürlich auch noch für Eisen, für Kupfer und für Kalkstein machen. So, und dann müssen wir natürlich mal wieder gucken. Das heißt, da ist jetzt hier der Spritausgang. Wir haben ja jetzt diese Linie frei, da könnten wir eigentlich direkt hingehen, ne? Das heißt, genau. Bogen hat er gemacht. So, jetzt muss ich mal eben gucken, wie ich das natürlich am besten. Komme ich hier unter durch? Nee. Das heißt, ich würde es mal parallel hierzu machen. So, und jetzt brauchen wir, glaube ich, gleich wieder Böden. Damit das auch ein bisschen einheitlicher ist. Ja. So, das heißt, einmal ist die Frage, wie weit wir es ziehen müssen, damit das hier ordentlich ist. So, wir ziehen es auf jeden Fall einmal bis hier. So. Und jetzt ist, wie gesagt, die Frage, macht er den gleichen Bogen? Ja, er macht den gleichen Bogen, sehr nice. Gut, so, da kommt auch Sprit raus, das ist schon mal sehr gut. Jetzt nur die Frage, wie wir das hier auch vernünftig hinbekommen. Heißt, wir bräuchten wahrscheinlich nochmal. So, dann würde ich das nämlich bis hier ziehen. Dann kann er sich schon mal Sprit holen. Müsste ja so funktionieren, ne? So, warte. Zieht er das so rüber, ja? Jawohl. Gut, so, dann ein Arm raus. Achso, ich wollte gerade sagen, wieso produziert er nicht? Aber natürlich nicht, weil er keinen Arm mehr hat. So, jetzt muss ich. Genau, so müsste richtig sein. Sehr schön. Jetzt hat er auch schon mal Sprit. Und jetzt müssen wir nur wieder. Wir müssen hier das auch natürlich wieder abreißen, ne? Es nützt ja nichts. Es nützt leider nichts. Es muss weg. So. Wobei, was schön ist, hier sind die alle in einer Linie, ne? Das heißt, hier wird es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Habe ich da jetzt gerade aus Versehen ein Band gelöscht? Sieht fast so aus, ne? So. So, dann machen wir das nochmal wieder. Und dann muss natürlich jetzt noch eine zweite Line hin für den Sprit. Genau.
Jetzt müssen wir das eigentlich nur noch ordentlich verbinden. Warte mal, ich würde ganz gerne mal das hier ein bisschen wegmachen. Kann ich das auch noch wegmachen? Jawohl. Dass das ein bisschen gerade wird und ordentlich. Schön ist, wir haben genug Kühlmittel dabei. Das heißt, wir müssen uns um Überhitzung keine Gedanken machen. So, ich glaube, das müsste, glaube ich, schon reichen, ne? So, warte mal, dann würde ich nochmal hier den Boden bis hier hinziehen. Genau. Und dann, so, jetzt muss ich gucken, dass wir das ungefähr auf einer Linie haben. So. Das heißt so. Dann so. Das müsste so passen, ne? Jo, Sprit kommt an. Sehr nice. Ist natürlich die Frage, wie viel er hier durchlässt, ne? Warte mal, ich kann ihn ja mal ein bisschen voll machen. Die Frage ist natürlich, haben wir genug Spritleistung? Reicht das von der Produktion? Weil hier sehe ich gerade, kommt überhaupt kein Sprit mehr an. Wir müssen mal eben gucken bei der Spritproduktion, wie es da aussieht. Okay, er hat nicht genug Rohstoffe, deswegen. Wobei Kalk ja eigentlich immer hier ankommt. Aber hier kommt gerade kein Dingens an. Oh, ich glaube, ich muss das mal rausnehmen, ne? Kann das sein? Oder woran liegt es gerade? Na gut, jetzt liegt es daran. Ah, ich glaube, hier liegt es dran. Warte mal. So. Genau, die Maschine war wieder voll. Ja, ja, genau. Wir müssen halt eben aufpassen, regelmäßig hier entweder das Ganze entfernen. Oder wir müssen noch irgendwie mal irgendwas basteln, dass das auch automatisch irgendwo eine Kiste lief. Oder sonst irgendwas, aber wir haben eigentlich gar keinen Zugang mehr. Wir könnten hier nochmal was ziehen und dann... Ja, okay, aber das machen wir wenn dann sowieso später. Gut, das heißt, Sprit müsste eigentlich gleich wieder kommen. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Das sieht soweit ziemlich gut aus. Jetzt müssen wir natürlich nur wieder das Ganze mit den Schmelzen verbinden. Das muss nochmal weg. So, genau. Bam, 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 bam. Wir haben hier zwei Bohrer, das heißt, ich würde im Prinzip auch nur zwei Schmelzen aufstellen. Das müsste ja grundsätzlich eigentlich reichen, ne? So, warte mal, ich stelle mal hier einen hin. Und hier einen hin. Gut. So, dann einmal normale Arme, die ziehen sich Sprit. Und dann brauchen wir lange Arme, die sich... Na, nein. So. Die sich das Erz schnabulieren. Genau, okay. Er braucht Sprit, er hat keinen Sprit. Dann kriegst du einmal das hier für den Anfang. Ich denke mal, Sprit wird ja gleich wieder kommen. Gut, so. Er hat... Warte mal, dann kriegst du nochmal das. Du kriegst das, genau. Damit die auf jeden Fall schon mal laufen und jetzt nicht warten müssen. Bisschen mehr. Achso, hier ist auch noch, ne? Okay, ich habe keinen Sprit mehr. Achso, die müssen sich natürlich auch hier noch Sprit einverleiben. Das hätte ich jetzt fast übersehen. So, das heißt, auch hier wieder langer Arm. Langer Arm. So, alles klar, jetzt laufen sie. Und dann müssen wir nur noch, ich glaube, das muss ich auch wieder abreißen, ne? Ja, ist wieder nicht genug Platz, aber das ist auch nicht das Thema. So, einmal bitte weg. Und dann Leiste wechseln und dann... jetzt muss ich gucken, warte mal. Nee, das muss
So, so, so und so. So, Förderbande gehen mir auch langsam aus. Aber noch reicht zum Glück. So, und dann noch eine Box hier hin. Und rein damit. Und dann müssen wir jetzt nur noch, warte mal, das muss noch mal ein weiter weg. So, dann genau, raus, raus. Ich glaube, das Förderband reicht gerade noch so eben, ne? Gerade noch so eben. Alright. Damit ist unsere Kupfer- und Kieselstein, hätte ich fast gesagt. Unsere... Ich vergesse immer den Namen. Warum vergesse ich immer den Namen? Von... Kalkstein, meine Güte. So, auf jeden Fall ist hier jetzt auch für Sprit gesorgt. Was natürlich sehr nice ist. Dann müssen wir uns darum nicht kümmern. So, jetzt ist nur die Frage, wie können wir die nächste Aufgabe freischalten? Dafür brauchen wir ja wieder Bomben. Bedeutet wahrscheinlich, dass wir einmal dieses Signal entschlüsseln müssen. Und dafür brauchen wir Akkumulatoren. Wir haben ja da hinten welche. Und ich hatte nämlich, ein lieber Mensch hat mir einen sehr guten Tipp gegeben. Und zwar ist es eigentlich ausreichend. Also ich weiß nicht, ob es für die Aufgabe ausreichend ist, aber auf jeden Fall ist es sehr viel einfacher, wenn wir hier einfach unseren Boden, den wir hier haben, ich sehe gerade nicht, ist das auf einer Höhe oder? Warte mal. So, wenn wir das einfach durchziehen bis zur Höhle, dann haben wir nämlich auf jeden Fall direkt ein, oh shit, warte mal. Warte mal, es reicht ja im Prinzip eine Linie. Dann haben wir nämlich eine Verbindung dazu. Und dann können die Akkumulatoren dort schon mal arbeiten. So, warte mal, ich muss mal eben... So, warte mal, ich glaube, ich muss aber ein bisschen... So... Jo, verbunden. Und das bedeutet, sie laufen. Nice. Sehr netter Tipp. Vielen Dank. Wäre ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Nee, nicht löschen, sondern scannen müssen wir die. Können wir uns mal hier gleich nochmal ein bisschen was an... Ein bisschen was an Material hier nochmal zusammensammeln. So. Und wir haben schon mal unsere ersten Akkumulatoren. Auch wenn die jetzt hier für die Mission anscheinend nicht zielen. Sieht so aus, als wenn wir die wirklich in der Montagemaschine craften müssen. Hatte ich das schon? Anscheinend schon. Aber wie gesagt. Wir haben schon mal ein paar Akkus laufen. Wobei ich mich frage gerade. Der leuchtet zum Beispiel. Der leuchtet nicht. Ach, die laden sich gerade auf, ne? Ich verstehe, die laden sich nach und nach auf. Mit Strom. Nice. Das gefällt mir. Gut, so, dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall eine Menge geschafft heute, ne? Und dann müssen wir mal gucken. Ich könnte natürlich mal gucken. Was brauchen wir denn, um diese Akkus herzustellen? Kupferrahmen. Elektrische, oh Gott. Kupferrahmen, die müssen wir wahrscheinlich auch... Don't forget to follow up on that signal if you aren't on your way there already and move fast. An automated distress call doesn't fire off from one of our suits for nothing. Go! Sag mal, also in dem Ton kannst du mir aber schreiben, ne? Was war das denn gerade? Ich bin doch schon dabei, Lady. Meine Fräse. Unglaublich. So, hier hat er schon wieder irgendwie zu wenig... Warte mal. Ich stopf da mal ein bisschen Kalk rein, damit er mal ein bisschen mehr hat. So. Weil sonst ist die Sprit ja immer unterbrochen irgendwie. So, und das packen wir auch nochmal rein. So, also. Ich wollte gerade gucken. Kupferrahmen. Dafür brauchen wir Kupferbarren.
Gut, das heißt, ich würde dann im Prinzip... Warte mal, wo haben wir Kupferbahn? Wo laufen die längs? Hier laufen die längs. Wir könnten ja im Prinzip nochmal... Warte mal. Wenn wir jetzt hier nochmal Boden hinsetzen. Okay, ich habe nicht genug Boden. Warte. Boden. Können wir auf jeden Fall mehr als genug machen. So. Also. Wenn wir das nochmal so durchziehen. Genau, und dann könnten wir ja im Prinzip hier uns ein bisschen Kupfer stibitzen, ne? So, ist die Frage, habe ich noch so eine Montagemaschine? Habe ich nicht. Aber die sollten wir ohne Probleme herstellen können, oder? Ja, mehr als genug. So, 51. So, dann einmal wieder die Leiste wechseln. Nee, warte. Nee, falsch. So. Okay, er baut noch. Er baut noch. So, jetzt hat er's. Wobei, warte mal. Nee, ich würde das, glaube ich, lieber so rumbauen. Dann kann er die da grabben und dann können wir nämlich die Rahmen hier, dann können wir uns hier noch eine Transportbox hinstellen. So, du machst einmal Rahmen. Und da brauchst du natürlich auch noch Greifarme. So. Nee, andersrum. So, dann müsste er eigentlich jetzt mit den Rahmen anfangen, ne? Können ja hier nochmal ein bisschen was reinstecken. Haben wir ja genug, dass er auf jeden Fall schon mal ein bisschen an Vorrat hat. Gut, also die Rahmen laufen. Und jetzt brauche ich ja eigentlich nur noch eine Box. Und das können wir eigentlich im Prinzip, müsste das doch direkt ohne Förderband gehen, ne? Wenn wir die jetzt hier... Genau. Jawohl. Das funktioniert doch gut. I like it. So, dann haben wir die Rahmen schon mal. Was brauchen wir denn noch? Warte mal, wo war denn jetzt... Wo waren jetzt die Akkumulatoren? Hier. So, Kupferrahmen, elektrische Bauteile, Zündelrebenextrakt. Wobei, wir haben ja von allem was. Ich könnte ja nochmal eben ausprobieren, ob das nicht schon reicht. So, warte mal. Ich nehme die mal raus und jetzt nehme ich einfach mal irgendeine Montagemaschine. Das heißt, ich müsste nochmal eben eine bauen. Weil ich will die Akkumulatoren, die will ich nicht dauerhaft in der Produktion haben. Ich will nur so viel produzieren und bauen, dass wir das Signal entschlüsseln können. Das reicht mir schon. So, das heißt... Einmal... Ich mach das jetzt einfach mal hier rein. Genau, und dann brauchen wir... hier sind die. So, das braucht er, das braucht er und das braucht er. Dann gucken wir mal, ob das vielleicht sogar schon reicht. Jo. Er ist in Arbeit. Wir schauen beim nächsten Mal, ob das schon reicht. Ob er genug baut. Ich habe keine Ahnung, wie viel er braucht. Aber wir werden uns das Ganze angucken. Ich sage auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Oh Gott, der ist ja auch schon wieder gewachsen. Guckt euch das an. Okay, ich glaube, wir brauchen demnächst schon wieder eine dritte Plattform. Naja, wir schauen mal. Auf jeden Fall, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Während ich gleich nochmal an der Kurbel drehe, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst. Hilft mir wirklich sehr. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Euch einen schönen Tag, macht's gut und haut rein, ja? Tschüss!